Hey Leute, wir sind aus dem Park raus, haben gestern eine sehr lange Tour gemacht, erstmal 4 Stunden, das war schon ziemlich heftig, bergauf, bergab, und haben dann später noch 2 weitere getroffen, die wollten nachkommen, sind ein bisschen spät gewesen, haben noch einen kleineren Trail gemacht zu so einem Wasserfall, das war sehr schön, wurden aber zerstochen wie sonst was. Meine Beine sind rot. Also ich habe so sehr viele rote Flecken an den Beinen, weil so eine Beißfliegen waren. Und allgemein sind wir sehr viel von den Mücken geflüchtet. Ja, war nicht so schön, aber naja, hat auch eine. Also ich hatte zumindest eine sehr unruhige Nacht, weil wir ständig Mücken um mich rumflogen. Und jetzt fahren wir mit der Fähre rüber. Von Saint-Simon nach Rivière-du-Loup. Also einmal über den St. Lorenz-Strom rüber und wollen jetzt Richtung New Brunswick und Nova Scotia und so den Osten endlich mal angucken. Okay. Raus aus Quebec, weg von den Franzosen. Ja, ja, genau. Da starten wir dann mal so unsere richtige Reise jetzt. Genau. Hoffentlich ohne Mücken. Sind gestern noch, nachdem wir auf der Fähre waren, 5 Stunden einmal runtergefahren nach St. John. Und ja, hier sind wir jetzt und haben so einem richtig schönen Park übernachtet. Also eigentlich nicht direkt, also eigentlich davor auf dem Parkplatz, aber richtig schön am Wasser, hatten wir nicht richtig geile Aussicht. Da waren zum Glück auch nicht so arg viele Mücken und wir hatten uns bei Walmart auch noch ein Mückenspray gekauft diesmal. Und die haben uns zum Glück relativ gut verschont. Und da haben wir dann gestern noch schön gekocht und es war richtig, richtig nett. Haben dann gut geschlafen. Es war hier auch echt richtig frisch. Nicht mehr so schwül wie sonst. Ich glaube nur 15 Grad oder so. Konnten wir auch richtig gut schlafen. Heute Morgen war es dann aber wieder ziemlich warm und wir haben wieder richtig gutes Wetter jetzt gerade. Sind nochmal in diesen Park jetzt reingefahren. Und, aber es ist jetzt nicht super spektakulär. Wir gucken uns so ein bisschen um. Hier ist ein schöner Steinstrand gerade, wo wir sind. Und da sieht man noch ein bisschen das Wasser. Ich glaube, es ist gerade Ebbe, aber es ist echt richtig, richtig schön hier. Also, St. John haben wir uns vorhin noch kurz angeguckt, sind noch kurz in die Stadt reingefahren, haben noch was gegessen und sind dann aber auch gleich weitergefahren zu dem Fundy National Park. Und da sind wir eigentlich auch nur kurz durchgefahren und die beiden anderen haben sich noch im National Park was gekauft und da waren wir nochmal duschen. Da gab es einen kostenlosen Salzwasserpool und da haben wir dann noch kurz gebadet und waren dann noch schön duschen. Und genau, und dann sind wir eigentlich auch schon gleich weitergefahren. Sind jetzt hier gerade bei den Hopewell Rocks. Und es ist leider gerade Flut.
Wir können das jetzt nicht so ganz genau sehen. Hier fahren ganz viele Leute mit Kajak rum. Aber wir haben, das war richtig cool, wir haben auf dem Parkplatz Leute getroffen und die haben uns einfach so ein Ticket geschenkt. Und das waren zufällig zwei Studenten und wir haben uns das dann geschenkt. Das war für zwei Personen. Wir haben so, oh, voll cool, danke. Und das haben andere Leute mitgehört. Und die haben uns dann auch noch ihr Ticket geschenkt. So, das geht auch noch für zwei Tage, auch für zwei Leute. Perfekt. Und jetzt haben wir alle Tickets geschenkt gekriegt und $26 gespart. Das ist richtig cool. Das gilt auch noch für morgen. Und morgen fahren wir dann nochmal her und gucken uns das hier alles nochmal bei Abaddon an. So, jetzt ist der nächste Tag und wir sind wieder bei den Hopewell Rocks und wir laufen jetzt tatsächlich auf dem Grund des Ozeans quasi. So sieht es jetzt hier aus. Die waren gestern komplett hier bis hier unter Wasser. Schon echt irgendwie ziemlich krass. Summertime grace.